So kann es nicht mehr weitergehen mit der Landwirtschaft, denken sich Matthias Gall, Marvin Kössler und Klaus Spieler vom BUND Wetterau. Die drei Umwelt- und Naturschützer haben eine Mission und die dreht sich um den Feldhamster. Er wurde wegen seines Fells gejagt. Landwirte haben ihn unter anderem mit Jauche von ihren Feldern verbannt. Mittlerweile sind Feldhamster vom Aussterben bedroht und zählen zu den streng geschützten Tierarten. Diese Hamsteraufnahmen sind übrigens mit Kameras aufgenommen worden, die extra von den Hamsterhelfern im Feld aufgestellt wurden. Ein Hamster ist immerhin schon mal da. Der Hamster ist seit einigen Jahren sehr im Rückgang begriffen, nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit. Es ist eine der am stärksten gefährdeten Säugetierarten, die wir in ganz Europa haben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns für diese Art einsetzen und Maßnahmen durchführen, damit diese wunderschöne Tierart auch dauerhaft hier in Hessen erhalten bleibt. Maßnahme klingt gut. Das erste Hamsterhelferprojekt in der Wetterau hat es geschafft, von einem Landwirt ein Getreidefeld und einen Blühstreifen zu erhalten, die ausnahmsweise vor Herbstbeginn mal nicht abgeerntet werden. Mittlerweile ist es ja so, dass durch den Klimawandel das Getreide früher reift. Dieses Jahr ist ganz extrem, 2 Wochen frühere Ernte. Dann mit den großen Maschinen ist das andere, dass die Felder innerhalb von 1-2 Wochen abgeerntet sind. Und gerade aber im letzten Teil vom Jahr, also vor dem Herbst, fängt dann eigentlich der Hamster an, seine Nahrung für den Winter einzulagern und dann findet er eigentlich nichts mehr. Es bleiben vielleicht hier und da ein paar Ähren liegen, aber das reicht dann einfach nicht. Und das ist halt die Maßnahme, dass man halt sozusagen dem Hamster die Gelegenheit gibt, Winterfutter einzutragen, dass diese Streifen stehen bleiben. Weil die Not der Feldhamster so groß ist, haben die Männer das Hamsterhelferprojekt bei der Umweltlotterie genau eingereicht. Mit Erfolg. Sie wurden mit 5.000 Euro unterstützt. Aus den 5.000 Euro wird eben auch diese Fläche hier mitfinanziert. Der Landwirt bekommt natürlich Gelder, um die Flächen anzulegen und zu pflegen. Und ansonsten haben wir natürlich hier auch noch Aufwendungen für Saatgut und dergleichen mehr. Und da konnten wir die 5.000 Euro schon sehr gut gebrauchen. Auch die Kameras wurden von dem Geld gekauft. Marvins Aufgabe? Erstmal würde ich sie so grob hinstellen und dann guckt man nochmal nach, aus was für einer Perspektive. Habt ihr schon welche gefunden? Ja. Nur wie findet man so einen Feldhamsterbau und erkennt ihn auch noch? Also wenn ich eine Fallröhre, die senkrecht nach unten geht, vorfinde und komme 50 cm senkrecht nach unten rein, dann weiß ich, ich habe einen Feldhamsterbau vor mir. Im Idealfall sieht moderne Landwirtschaft in Zukunft wieder so aus wie hier. Insekten, Rebhühner, Feldlerchen, Feldhasen und Feldhamster sollen sich wieder ansiedeln. Ein Weg, der hoffentlich nicht allzu weit weg ist und auch von der Politik mitgegangen wird.